Ich habe mir jetzt eine Idee überlegt, wie ich in Zukunft ja, mehr Geld verdiene, und da werde ich einfach mal ein Buch schreiben. Das Buch handelt von einem Menschen, der seinem Lebenserwerb nachgeht. Ganz klar ist, dass das Buch deswegen auch Der Jobber heißt. Der Jobber, weil das so in ist im Moment. Das erste Kapitel. Ein offener Affäre ist besagter Jogger. Nicht Jogger, Jobber. Und der schubst dann blöde Leute ins Wasser. Wobei wir jetzt auch gleich zur Nebenhandlung kommen. Es geht nämlich um Zeitmanagement. Auch gerade in Bezug auf Dates, und daraus folgt eindeutig, dass der Typ Student war. Und der hatte was mit einer Sacharbeiterin, die gemobbt wurde und dadurch emotional total belastet. Wahrscheinlich handelt das Buch, spielt es, würde ich mal sagen, spielt es in mehreren Epochen. Kann sein, dass es früher halt, als die Römer noch spielt. Eventuell Steinzeit, kann auch aber ein Einzelner sein. Der Jobber, der behebt natürlich Pannen in der Geschichte, was dazu führt, dass das ganze Buch am Ende tierisch langweilig wird. Also es wird kaum Sinn machen, das irgendwie zu lesen. Aber das ist auch der Sinn des Ganzen, der Übung, sagen wir mal. Ja, die Hauptfigur kann doofes Gelaber nicht ertragen, was aber egal ist, dass er bei Einzelnen spielt, also ist das nicht so wichtig. Und er kann, hat die Macht, alles zu ändern, was ihm gefällt. Beziehungsweise er ändert wahrscheinlich, denke ich mal, dann das, was ihm nicht gefällt, weil kann halt, was weiß ich, weiß nicht, warum das jetzt ein römisches Tagebuch sein wird, was noch vorher spielt bei den Einzelnen. Am Ende ist es halt so, dass er so viel rumkommt, dass seine Sandalen rauchen, sagen wir. Und dann hat er auch langsam Bock auf was anderes. Ich meine, das ist auch verständlich und mehr als rechtens, dass er nach jahrelanger Berufserfahrung nochmal sich umschulen lässt vom Amt aus. Da wird gesagt, nee, jetzt das mit dem Einzeller sehen wir persönlich keine Perspektive mehr. Dann machen wir was Neues. Mit, was weiß ich, irgendwie, dass er auf einer Fähre fährt und Leute ins Wasser schubst. Also, ja.